Delta 2 allerdings selbst gewickelt, keine Fertigverdampferköpfe. Wie gesagt, alternativ habe ich auch noch eine zweite Aystic 50 mit dem Kanga Subtank, auch selbst gewickelt. Wie gesagt, ich dampfe schon seit 3 Jahren. Deswegen mische ich mir mein Liquid selber und wickle auch die Geräte selber mittlerweile. Wie gesagt, bei mehr Fragen, gerade Einsteigerberatung, fragt den guten Spike. Der ist unser Dampfbeauftragter. Der hat hier schon einige Leute vom Rauchen wegbekommen hin zum Dampfen. Ich habe 12 Jahre geraucht und jetzt seit 3 Jahren bin ich glücklicher Dampfer. Und ja, wie gesagt, seit 3 Jahren rauchfrei. Beste Entscheidung des Lebens. So, was mir jetzt fehlt. Ne, da kam ich her, das war die Stelle des Todes. Das ist ja schon der richtige Weg. Also, oder gibt es hier einen schnelleren, ist die Frage. Aber wo? Mir fehlt halt irgendwo noch der schnelle Weg dahin. Frage ist, ob ich die jetzt wirklich jedes Mal hier machen muss oder ob ich da einfach durchrenne. Ich glaube, ich kann hier einfach durchrennen, wa? Wobei die genau hier rumstehen, ziemlich dumm. Frage ist, wie weit die kommen. Ja, wenn wir hier halt starten könnten, warum das nicht geht, das wäre halt ein super optimales Leuchtfeuer. Na, oh, die gehen aber. Perfekt, dann müssen wir die nicht jedes Mal machen. So, jetzt ist die Frage, kommt hier die bunte, kunterbunte Jägergang? Die ist weg. Die aber weg. Penetriert. Also die Dark Souls 2 Version sieht nicht so schön aus wie Bloodborne. Also das auf keinen Fall. Es sind 1080p, 60 FPS. Allerdings ist das Spiel hier deutlich, deutlich schöner mit mehr Details. Also hier hat FromSoft deutlich mehr Liebe reingesteckt. Ja, deutlich, deutlich mehr Liebe. Und Details und hast du nicht gesehen. Probier mal die andere Lampe im Gebiet mit dem neuen Shortcut als Weg. Heavy Tinder. Wo komme ich? Ich weiß, welche du meinst. Ich weiß, welche du meinst. Da, wo wir den Fahrstuhl jetzt freigeschaltet haben. Das heißt, das vom Hauptgebiet rechts halten in den Fahrstuhl rein runter. Das stimmt. Das könnte kürzer sein. Wobei, es geht ja. Im Endeffekt, die Mobs stören keinen und resetten. Man muss ja nur einen Mob umhauen. Weil hier ist jetzt der interessante Teil vom Gebiet, wo ich noch nicht war. Wo die Frage ist, was wir jetzt hier noch erkunden können. Okay. Wie komme ich da hoch? Oh Gott, was ist denn hier alles los? Erstmal bitte oben Brücke, Snipermann. Nächste Frage der Fragen ist, was folgt mir? Nichts folgt mir. Schwein von mir. Schwein folgt mir nicht zu knapp. Also, ich sag das Schwein, weil es vorher Schweine waren. Ich weiß nicht, was es jetzt ist. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Machen wir das Vieh erstmal tot, würde ich behaupten. Na gut, hätte ich einfach nur einen schnellen Follow-up machen sollen. Bestienjäger, Blutedelstein.
Der Snipermann lebt schon wieder. Das heißt, die glorreiche Frage ist, wo ist erstmal der Ding-Dong-Mann? What the fuck ist das? Materialfehler, Transporterschaden. Einfach meine Wand dematerialisiert und schon ist hier der Mopedmann kaputt. Was ist das? Jetzt wird's eigenartig hier. Bin ich denn hier? Da hinten ist der Klingelmann, ich sehe ihn. Der Klingelmann. Hallo, Klingelmann. Und alle elenden Bestien. Klingelmann weg. So, jetzt können wir uns hier umschauen. Die Frage ist, wie kommt man denn hier schneller hin? Einmal komplett durch das ganze Gebiet tingeln oder hier über die Leiter leitern? Wo ist denn die Leiter unten? Das gucken wir uns jetzt als nächstes erstmal an. Nee, kein Tipp bitte erstmal, Fraktale. Wie gesagt, ich bin das erste Mal hier. Ich schaue mich gerade noch um. Außer du sagst, es ist Stand Boss. Dann ist Tipp. Dann darfst du es sagen. Das habe ich ja gesagt. Was bringt mir das? Dann komme ich hier wieder irgendwo runter. Auf den Hauptweg. Ja gut, es ist nur ein Rückweg quasi. Also man muss diesen Weg einmal gehen. Wenn man den Glockenmann kaputt machen will und kommt hier quasi runter wieder auf den Hauptweg, dass man nicht zurücklaufen muss, verstehe ich. Das verstehe ich ja schon prinzipiell. Die Frage ist, was ist das denn hier? Bin ich jetzt? Bin ich... Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Da fuck, wo bin ich? Scheiße. Blutschein brauchen, das ist schon mal super. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wir sind hier einfach hergeportet und jetzt habe ich keine Ahnung. Aber die droppen hier Brocken. Die droppen Brocken. Das ist schon mal die gute Nachricht. Das heißt, da kann man zur Not dann auch mal warm gehen. Oh, was ist das denn? Natürlich, ihr respawnt. Ich habe den Klingelmann ja natürlich nicht gemacht, ich Depp. Das heißt, hier muss ja irgendwo der Klingelmann sein. Aber wo? Hier kam ich her, ne? Klingelmann. So, Deko sei gegrüßt und Tolga, also ich weiß ja nicht, hast du denn Souls-Spiele gespielt? Also Demon's Souls, Dark Souls, weil... Weil dann ist dieses Spiel auch was für dich. Ich muss sogar sagen, ich könnte fast behaupten, dass das Combat-System in Bloodborne Dark Souls für mich jetzt ruiniert hat. Ja, ich hab keine Ahnung. Da kann man runterdroppen an der Seite. Das habe ich gesehen. Aber die Frage ist,
geht's hier oben offiziell erstmal weiter. Hier war ja nichts mehr, ne? Also hier ist nichts. Ja, komm her, du Knüppelhund. So, wir sind hier runtergedroppt, haben die komische Äxte gemacht, haben das Vieh gebacksteppt und hier ist Ende. Also hier ist keine Klingeltante. Keine Ahnung, wo die sich vergurkt hat, aber nicht hier. Lineage! War doch ein MMO, ne? Das haben ziemlich viele früher gespielt. Lineage. Danke fürs Follow. Ich nicht. Ich habe mit EVE Online angefangen und dann World of Warcraft gespielt. Zu lange. Viel zu lange. Swerte was? Swerte was? Swerte. Wie auch immer. Ich danke dir. Und ich drop mich mal jetzt hier runter. Also nicht hier, sondern hier. Und hier. Naja, und irgendwo ist der Glöckchenspieler, ich höre ihn, aber ich weiß nicht wo. So, können wir das Ding aktivieren? Erstmal Shortcut öffnen, wo immer der hinführt. Bin ich denn jetzt schon wieder? Das ist doch derselbe Shortcut. Das check ich nicht. Ne, es ist nicht derselbe Shortcut. Jetzt bin ich wieder woanders. Also der Fahrstuhl führt zu zwei verschiedenen Dingern hin. Das ist merkwürdigst. Ich kann oft aus den Aufzug springen. Das können wir prüfen. Das habe ich ja bei Proflo gesehen. Ah, ja. Ich springe auch noch rein. Also bei dem anderen Aufzug in der in dem Workshop. Ja, kann ich. Habt ihr recht. Habt ihr recht. Können wir. Das heißt, wir können den Aufzug als Doppel-Shortcut benutzen. Die Frage ist nur, was bringt uns der Port zu dem zweiten Altar? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja, gehen wir erst nochmal zurück. Hallo, wo? Du? Ja, ja, der Shortcut wird woanders hin. Mit dem Rausspringen hast du zwei Shortcuts. Das ist wohl wahr. Und ich glaube, hier waren wir ja. Das heißt, Schweinchen kaputt gemacht, runtergegangen, durchgegangen. Aber die Frage ist, was bringt das? Wir sind gerade da hochgepäst. Gucken wir mal hier hoch. Weil da waren wir anscheinend noch nicht. Führt aber zur selben Brücke. Ja, das bringt hier nichts, solange wie wir die Glöckchentante nicht haben. Jetzt ist die Frage, wo ist die Glöckchen... Alter, ja, du mich auch. Hier drin? Boah, dieses Gebiet ist ja wirklich ein richtiger Mindfuck.
Alter, was ist denn das hier? Edelstein, Scherben, nix. Wo ist Les wieder rumgurkt? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich schaue mich halt erstmal um. Waldi. Dankeschön fürs Einschalten zu, naja, so später Stunde und fürs Wollen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich rumgurke. Ich, wie gesagt, gucke mich erstmal um. Mama mia. Ich danke dir fürs Follow. Wir haben jetzt quasi nochmal einen umgekehrten Shortcut. Ja, ja, ihr mich auch. S19, auch dir. Danke fürs Follow. Wir sind gerade auf der Suche nach dem lustigen Klingelmann. Weil sonst kommt halt der... Haben wir den jetzt erledigt? Der Brückenschütze ist nicht mehr da. Oder sind wir auf einer anderen Brücke? Das würde mich wundern. Ist der eine Klingelmann für das gesamte Gebiet zuständig? Okay. Weil der Schütze da oben respawnt anscheinend nicht. Geh doch weg, Mann. Na gut, dann haben wir ja unser Hauptproblem mit dem Sniper oben gelöst, weil ich wollte nicht mit dem Sniper kämpfen, wenn der die ganze Zeit rumschneiperinot. Das heißt, jetzt können wir gucken, ob wir die eventuell hier hinlocken können, aber es scheinen ja auch Scharfschützen-Mopeds zu sein. Kommt ihr vielleicht mal? Hier nicht so schön. Nightblade, dir auch. Vielen Dank fürs Follow. Ah, da kommt einer. Da kommt einer. Dankeschön. Gibt's nicht. Nervige Stelle. Weil es halt einfach so viele Mobs sind. Ja, wenn ja jetzt der Erste wenigstens mal kommen täte. So, schon mal einer weniger. Schon mal einer weniger. Lineage kommt aus England. Soweit so gut, würde ich sagen. Mal ganz kurz, ich bei euch. Gizzle, Slash Pictures Presents, Klettermann 4. Ab jetzt wird weggebumst. Geiler Stream, geiles Gameplay, geiler Typ, weiter so. Gizzle, Dankeschön, mein Lieber. Auch wenn ich gerade so überhaupt nicht weiß, was ich hier tue, danke ich dir für die Unterstützung. Natürlich. Gizzle.
Und alle anderen, die noch zuschauen und Spaß haben, Dankeschön. Für die Unterstützung, für die Follows. Ihr seid die Bestesten. So, jetzt haben wir endlich mal Ruhe in diesem Gebiet. Und können uns hier mal umschauen. Da ist nur wieder so eine Schadensmach-Aura. Aber da hinten gibt's Loot. Moment, den möchte ich noch haben. Arkanensee. Gucken wir uns gleich an. Mal gucken, nicht, dass ich nachher wieder das Ding abkokel, weil ich so konzentriert dampfe. Waters 007. Dankeschön für dein Follow. Nochmal mehr Wissen des Verrückten. Da drüben gibt es auch noch Loot. Aber hier ist ja nichts. Was ein riesiges Gebiet. Mit relativ wenig drin. Kommt hier auch wieder so ein Moped raus. Ach, da komme ich nicht. Ach doch, da komme ich doch hin. Oh, da ist nichts. Nur komische Geräusche. Alter, diese Geräusche, so creepy. So creepy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich behaupte jetzt einfach mal, wir haben gerade Frame Drops. Also nicht der Stream, sondern das Spiel. Die PS4 schwastet gerade richtig hart. Ja gut, die Idee mit denen, die Sweeney Todd hat, tötet doch mal einen Mob in der Nähe der Aura, ist eventuell gar nicht so dumm. Ich würde gerne aus diesem Frame Drop Bereich weg. Dankeschön. Ich glaube, hier ist ein Boss-Time. Das heißt, ich werde jetzt nochmal den Blasenfaktor wieder zugute nehmen und mal ganz kurz auf Klo sprinten. Nutzt die Gelegenheit, um dasselbe zu tun. Und dann werden wir wahrscheinlich hier einen neuen Boss gleich haben. Ich hoffe, hier ist nichts, was mich gleich noch invadet oder angreift. Ich mute mich nur, ich mache kein Overlay an oder so. Bin gleich wieder bei euch. BRB. Und Rächen. Oh mein Gott, schon wieder eine Boss-Time. Ja, wie gestern um 13:30. Bin ich ja mal gespannt. Bin ich ja mal gespannt. Na klar, Sipora, na klar. So, dann gucken wir doch mal hier rein, oder? Ich vermute halt einfach mal Hard Boss Time.
Dankeschön fürs Follow. Ja, mal warten, machen wir erstmal kaputt. Was ist das? Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boss Time in Bloodborne, liebe Freunde. Wir ziehen gegen den Mond in die Schlacht. Nee, gegen so einen Bimmelmann. Nee, die Bimmelmänner sind oben. Was ist das? Ja, natürlich. Die Nachgeburt. Wir ziehen gegen die Nachgeburt in die Schlacht. Alter. Creepy. Natürlich. Ah, der Wiedergeborene. Gibt's hier einen Weg nach oben? Ha! Gibt es. Trollerloll. Aua. Der Turmrittermann lässt grüßen. Ja, da oben sind nämlich noch welche Knattermopeds. Nein! Das war scheiße. Der Turmritter! Oh, falsche Ecke. Nur eine Ecke weiter, bitte. Da ist irgendwo hier die richtige Ecke. Dankeschön für die richtige Ecke. Oh mein Gott, ey. So, haben wir oben noch? Ja, da ist noch so ein Knattermaxe. So. Bimmelmann kaputt gebimmelt. Ja, komm. Kannst du auch Backstab hinterher, weil so schön ist. Aber auf der anderen Seite haben wir auch noch welche. Komme ich hier rüber? Oh, hier könnte man direkt einen Sturzangriff vielleicht noch machen. Kombinierter Taurus und Dingsbums, Turmritter. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Hier, komm, Bimbam. Jetzt lässt es da. Einer. Zwei. In die runterfallen. Und hier war irgendwo dann Captain Nummer 3. Olé. Bim, bam, das lässt weiter. Und jetzt hat sich's hier ausgeglöckchend. Haben wir hier unten noch was? Nein, haben wir nicht. Perfekt. So, haben wir schon mal die unnötigen Ads in diesem Kampf wahrscheinlich eliminiert. Ich hoffe, die Glöckchen-Männer haben die anderen Glöckchen-Männer nicht wieder geglöckchend. So, gucken wir mal, ob wir den hier rüberziehen können. Ja. Oh, du machst mal gut Schaden. Nicht wenig Schaden. Pass auf, jetzt kommt Schurzangriff. Plunge Attack. Bringt nix. Bringt nix. Ganz und gar nix. Also, oder man muss ihn besser ausführen. Ist vielleicht machbar, aber nicht in dem Maße.
Also, weiß ich nicht, ob ein Sturzangriff wirklich was bringt. Die Recovery-Zeit ist zu lange und man kriegt zu viel Fallschaden, glaube ich. Also, Sturzangriff werde ich nicht machen, nach oben Ads und dann unten ganz normal machen. Fedrutz, danke fürs Follow. Ja, wie gesagt, einfach halt die Glöckchenmänner runtergehen und unten gucken, was er kann. Wie gesagt, der Sturzangriff ist dumm, kostet zu viel Leben. Wenn man ihn halt nicht trifft. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man trifft, wenn ich ihn dann natürlich one-shotte. Dann wäre das natürlich gut, aber das wage ich zu bezweifeln. Oh, der respawnt. Ja, bleibt mal stehen. Oh, ist schön. Nehme ich mit. Ist gekauft. Dann mussten wir einmal hier runter. Ist die Frage, ob wir die wirklich alle machen müssen. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, dass die Antwort nein ist. Und sobald ich hier ein bisschen Zeit habe, gucke ich gerade auch dann auf den Chat. Keine Sorge. Wir müssen einmal hier rum, hier rüber, da raus. Hier sind ja keine Mobs mehr. Alles wunderbar, alles cool. Ich habe die ja oben alle gekillt, die Glöckchenmänner. Also da müsste keiner überlebt haben, glaube ich. Ich werde das jetzt halt nochmal prinzipiell ausprobieren, einfach mal durchzurennen. Gucken, ob das geht. Weil diese... Oh ja, da kann man einfach durchrennen. Trollolol. Also der Mob ist quasi nicht existent. Hat überhaupt keine Kollisionsabfrage. Und das hier ist, glaube ich, ein bisschen scheiße. Hallöchen. Au. Ja. Boss Time in Bloodborne, liebe Freunde. Wir ziehen nochmal gegen die Nachgeburt in die Schlacht. Und wir gehen mal direkt hier rüber, darum irgendwo am Ende wieder hoch. Hallo Nachgeburt. Wer... Okay. Vielleicht doch rechts rum. Oh mein Gott. Das. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, ja, Echo ist draufgeschissen. Kann man alles farmen, kann man alles farmen. Das ging ja schnell. Ja, das ist halt, wenn man halt sich nicht auf den Boss konzentriert, sondern erstmal auf das Drumherum. Das ist halt das Dumme daran. Dit ist halt das Dumme daran. Der Weg ist halt so ein bisschen lang, ganz ehrlich. Weiß ich nicht, ob ich irgendwo einen Shortcut übersehen habe. Wir können den anderen nachher nochmal probieren. So, jetzt müssen wir einmal wieder kurz durchsprintern. Einmal hier rum, einmal darüber. Ja, dann können wir direkt hier runter gehen. Schwuppdiwupp. Dass Spike schon irgendwas damit Spoiler gerade wieder schreibt, wenn da noch gerade Tipps drin waren. Wie gesagt, dann gucke ich jetzt mal kurz nicht in den Chat. Weil ich, wie gesagt, noch mindestens zwei, dreimal so probieren möchte, bevor ich mir den Kopf zerbreche, was ich hier gerade falsch mache. Ja, dafür habe ich den Boss einfach noch nicht getried. Das war jetzt einfach Pech, dass er mich halt gegrabt hat. Vielleicht bin ich einfach schon zu früh links gelaufen und hätte halt noch einen Turn nach rechts machen müssen. Das weiß man ja alles, wie gesagt, erstmal noch nicht, wenn man den Boss das erste Mal tried.
ein Hit. Dummes Ding. Ja, Ostheim zum dritten. Oh, mit einer geilen Frame Drops aus der Hölle. Vielleicht sollte ich auf der rechten Seite reingehen und nicht auf der linken. Das ist ja gerade ziemlich scheiße. Picaro, ich danke dir fürs Follow, mein Lieber. Boah. Frame Drop aus der Hölle. Naja, ich glaube, rechtsrum ist besser. Hier? Ja, hier ist richtig. Perfekt. Perfekt. Gut, Schritt 1 erledigt. Jetzt drei Moped-Männer töten. Ja, der ist down. Der ist down. Und Glöckchen mal Nummer 3 ist auch down. Ich überlege gerade, ob man den mit ganz viel Geduld... Naja, nee, wir haben ja nicht unlimited Cocktails. Sonst hätte ich sagen können, hätte man den vielleicht auch von oben einfach machen können. Einfach auf Range. Lock doch den richtigen. Habe ich einen übersehen? Nee, das war der erste. Das war der zweite. Dann machen wir noch den dritten. So, jetzt gehe ich einfach einen normalen Weg runter. Wobei, wir können auch den Weg nehmen. Ist ja völlig jetzt egal, wo wir runtergehen. Hä? Aber wenn das der Eingang ist, muss es ja hier auch einen Weg hochgeben. Oder sehe ich da falsch? Naja, ich bin wieder hinten. Ich bin von da, glaube ich, gekommen. So, was? Ding macht. Irgendwas Runa regnen lassen. Was ist denn hier vorne und hinten und da sitzt einer drauf. Ach, was ist das denn hier? Giftgrütze aus der Gifthölle. Müssen. Das war so klar, dass es ein Explo ist. Das war dumm. Was denn macht der da? Irgendwas beschwören. Naja, irgendwas fällt dann runter. Ja, kein Crit. Mein Gott, ey, das ist ein Riesenapparat. Ganz ehrlich, ey, voll das Monster-Moped. Oh Gott. Ja, super, im Gift, ey. Schöner Phasenwechsel. Oh, ich hänge fest. Ich hänge fest. Vielleicht ist auch egal, dass ich festhänge. Fiole. Beute zersplattert. Gelbe Wirbelsäule, der Wiedergeborene. Und wir sagen wie immer an dieser Stelle, hell yeah.
Gelei8719. Ich danke dir fürs Follow. Ich muss ein bisschen leiser sein. Ich darf mich nicht so laut freuen, sonst kommt Frau mit Knüppel. Und wie immer, wenn einem so viel Gutes widerfährt, ist das ein Yay wert. Shiro, Dankeschön. Danke für die GGs, für die GZ. Alter, geiler Kampf. Kann man vielleicht noch wirklich ein bisschen besser spielen mit... Ich würde es wirklich beim nächsten Mal gerne nochmal mit dem Sturzangriff probieren, mit dem Plunge Attack. Wir sind von da gekommen und haben hier ein neues Dutzgerät. Das heißt, wir dutzen hier das Dutzgerät. Dutz. Ja, porten uns einmal zurück, frischen auf, gehen vielleicht ein Level leveln. Ziehen einmal an der Dampfe. Ja, läuft. Ja, bis jetzt sind wir ganz gut durchgekommen. Hast du Lords of the Fallen gespielt, fragte Waters. Ja, habe ich Platin gemacht. Fand ich gut. Nicht ganz so gut wie Souls, aber für ein Erstlingswerk war es okay. Also, hat mich gut unterhalten. Ja, packen wir einige Stärke. Dankeschön. Gehen einmal Reparinskin. Jawohl, ja. Bitte einmal. Bitte zweimal. Kann ich aufwerten? Fragezeichen. Blutedelstein. Nein, verstärken. Wir brauchen hier einen Blutbrocken. Den haben wir nicht. Wir brauchen nichts für die Ludwigs heilige Klinge. Na dann, 5 Brocken in die Klinge, bitte. Dankeschön. Perfekt. Perfecto Matico. Dann kaufen wir uns nochmal für die restlichen paar kleinen Seelchen. Moment. Wir hatten irgendein Item bekommen. Das möchte ich mir ganz kurz eben durchlesen. Irgendwas war das? Mit was war das? Mit Wirbelsäule? Oder war es ein Key-Item? Moment. Was haben wir gerade bekommen? Weiß das noch jemand? Ich habe es jetzt im Adrenalinschub, habe ich es vergessen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es war, glaube ich, irgendwas Gelbes. Knochen? Nee. Schamane? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt, helft mir mal. Irgendeine Wirbelsäule. Gelbe Wirbelsäule. Ja, danke, Freunde, aber wo finde ich die? Weil mit Wirbelsäule... Achso, hier. Besonderes Material für ein Ritual des heiligen Kelches. Besonders von der heiligen Kirche gesammelte Körperteile. Was sollte der grausame Köder anlocken? Durch den zusätzlichen Ritus der modernen Opfergabe erscheinen gottlose Kräfte, normalerweise schreckliche Wesen, die aber auch große Beute bei der Jagd sind. Okay, also einfach nur wieder irgendwas für einen Kelch. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann haben wir da auch wieder irgendwas. Juti. Dann kaufen wir nochmal hier Fiolen. Gibt's was Neues? Nö. 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 Und nö. Also können wir tatsächlich den Rest hier in Fiolen reinwubbeln. So, wir können ganz kurz noch einmal gucken. Wir hatten 2 Glyphen bekommen. Für den Kopf. Ob wir da eine neue haben. Dann bin ich auch bei euch. Kommunion. Nee, nee, nee. Die haben wir drin. Clownspur. Arkansee. 5, 7. Nein, die hatten wir, glaube ich, doppelt jetzt gerade bekommen, den Arkansee. Ja, gut, nichts Spannendes. Moment, perfekt. Perfekt! Wieder der Boss. Ja, jetzt müssen wir gucken, wo wir hin waren. Hin müssen. Verschlossenes Schloss? Nee, Quatsch. Ankunftsplatz. Ja, wir kommen an. Läuft.
Weil die Softcaps bei 25 sind. Soul Prey. Das heißt, alles über 25 in Stärke und Geschicklichkeit würde nicht mehr voll gewertet werden, weil 25, sofern ich weiß, Softcap ist. Deswegen pushe ich dann erstmal jetzt die anderen Werte auf 25, bevor ich einen weiter pushe. Plus, dass diese Waffe hier ziemlich gut auf alle Werte skaliert, also quasi eine Quality Weapon. Deswegen, wenn ihr den Schaden anguckst, die ist 2 Level hinter meinem kleinen Pixelschwert und macht 378. Und der kleine Pixelschwert, obwohl es 2 Level höher aufgewertet ist, nur 290. Von daher, wie gesagt, mache ich jetzt erstmal auch stärker auf 25 und mache dann auch noch wahrscheinlich dieses Blutmopeds ein bisschen höher. So sieht's aus. Und Mortal Kombat, nee, ist nicht mein Spiel. Ich spiele keine Klopp-Spiele. Weil die Blutsfiolen in das Lager gegangen sind, Yannick. Die sind nicht unnütz. Wir verbrauchen circa pro Stream 60 Fiolen, die ich sonst immer nach dem Stream offscreen farme. Und das mache ich halt nicht zum ersten Mal, dass ich nach dem Level die Seelen einfach dann in Fiolen kloppe, damit wir nicht out of Fiolen gehen und ich nicht während des Streams irgendwie Fiolen nachfarmen muss. Weil das interessiert halt keinen Wutz, wenn ich jetzt Fiolen farmen gehe. Und so minimiere ich einfach die Farmzeit, weil ich weiß nicht, was um der nächsten Ecke ist. Mit Pech sterbe ich und dann sind 10.000 Seelen weg. Und so habe ich sie halt in Fiolen und muss halt statt 60 hatten wir, jetzt haben wir 70, muss ich halt nur 30 farmen. Deswegen. Gibt es bei dem Spiel auch eine Story? Ja, ist halt wie in Dark Souls. Was? In Dark Souls? Oder wie in Dark Souls? Ja, Dark Souls ist nicht einfach nur Gekloppe. Die Story ist, wird dir einfach nur nicht so bam in your face präsentiert. Du musst dir die Story selbst zusammensuchen, Items lesen, NPCs finden, Stories zuhören. Es ist eine andere Form von Storytelling. Die Story ist so wie in Dark Souls, Demon's Souls und Dark Souls 2. Wenn du da meinst, es gibt keine Story, dann wirst du hier auch keine finden. Ist nicht böse gemeint, ist einfach jetzt nur so dann gesagt. Genau, und hier wird gedampft, Dobby. Das habe ich gerade gelesen via Sorry, Dobby. Ich kann verstehen, wenn es dich nervt. Sage ich nur ganz ehrlich, ist nicht böse gemeint. Dann bin ich aber der falsche Streamer. Wie gesagt, ich dampfe halt beim Stream und das werde ich auch nie abstellen. Und wenn dir das halt nicht gefällt, dann, sorry, tut's mir leid. Aber es gibt halt genug Leute, die nicht dampfen oder rauchen. Wer bist du? Der Mumienmann. Von ganz vielen Mumienmännern. Na dann, gucken wir uns mal die Mumie an. Boss-Time in Bloodborne. Freunde, wir ziehen. Ach so, na ja dann. Waren wir doch schon im Unterrichtsgebäude. Dutz. Wir waren hier im Unterrichtsgebäude schon. Ist es ein anderes? Gibt es mehrere? Anscheinend. Ach du Scheiße, nee, hier waren wir noch nicht, aber das sieht genauso aus wie das Gebäude, wo wir schon mal waren. Ja, und zur Waffenwahl. Ich weiß, gerade bei viele, die bei Stefan zu gucken, haben Stefan gesagt, hier, dieses Ding ist scheiße. Ich find's super. Es kostet kaum Stamina. Es ist schnell. Du hast halt eine gute Transition für Range-Angriffe. Ich finde das gut. Also die nehme ich halt eigentlich halt Standard für One-on-Ones und kleine Gegner. Und wenn ich halt irgendwie groß was wegbursten muss, dann nehme ich halt hier dieses Moped mit der guten Transition hier in diesem. Oh. Und wie ihr seht, ich meine, das Ding greift halt einfach so super schnell an. Macht zwar nicht den einen großen Bumschaden, aber dafür viele kleine recht schnell. Und ich mag das Ding. Also wie gesagt, die Waffenkombi mag ich. Vor allem beides skaliert mit Geschicklichkeit. Man könnte es als Pure Dex spielen. Ja, das Ding skaliert mittlerweile mit A auf Geschicklichkeit
Und hier Ludwigswaffe skaliert mit BB. Also wie gesagt, von daher ist das Richtung Quality Weapon, aber Ludwigswaffe bekommst du ja halt nicht direkt zum Beginn. Deswegen meine Wahl ganz klar Stock und nachher Ludwigsmoped. Deswegen habe ich die beiden jetzt auch weiter aufgewertet als den Rest. Wie gesagt, was halt eben auch Spaß macht. Was Spaß macht, ja, keine Frage. Wie gesagt, ist aber schwer zu spielen, ist hier dieses Moped, der Degen. Weil der halt nur diesen Angriff hat. Und die Transition ist halt auch ein Schuss. Ist ganz witzig, aber wie gesagt, damit ist es noch schwieriger zu spielen, weil kein Range. Und dann würde ich eher den Rifle Spear noch empfehlen. Der ist ganz witzig, weil die Transition ist halt cool und führt halt fast immer zum Parry. Gucken wir mal, ob wir hier dann zwei Mobs. Gucken wir mal. Ah, da ist Sue. Müssen hier lang. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt jetzt hier parieren kann. Ja, wie du siehst. R1, L1 ist halt so gut wie immer ein Parry. Boah, das ist eine fiese Stelle. Die Monstermöpse. Prinzipiell, ihr seht, ist es auf diesem Weg mit dem Rifle Spear recht einfach, mit R1, L1 direkt einen Parry im Combat zu landen. Also wer Probleme mit dem Parry hat, den kann ich halt dieses Ding hier empfehlen. Damit wird es halt deutlich einfacher. Aber ich habe es nicht im Moment weiter aufgewertet, weil mir die Brocken fehlen. So, genug zur Waffenkunde. Am späten Abend. Gucken wir mal, ob die Tür auf ist. Gucken wir vielleicht dran vorbei an diesen Monstermöpsen. Sonnenraum hatten wir unten, da hing einer oben an der Wand. Ach, oben an der Wand. Nein, ich glaube, das oben an der Wand heißt Decke und nicht Wand. Okay, Wahnsinn ahead. Sonst ist hier nichts. Na, sage ich doch. Drecksmob. Müssen den anderen Weg gehen. Hilft ja alles nix. Hilft ja alles nix. Sless fragt, was mit Quality Weapon. Das kommt von Demon's Souls Quality Weapon. In Demon's Souls gab es Upgrade-Steine. Nennen wir jetzt mal alle nicht, ist egal. Und es gab einen Upgrade-Stein, der hieß Quality. Dort konntest du die Werte, wenn es eine Tendenz, sage ich mal, B und D hatte, also B Stärke, D Geschicklichkeit, konntest du mit diesem Quality Upgrade Stein den Wert von B auf C senken und von D auf C erhöhen. Das ist ausgeglichener skaliert. Und heute hat man es einfach in die Dark Souls und in anderen Spielen aus dem From Software Universum übernommen, wenn gleichermaßen gut auf zwei Werte skaliert und du nicht einen nur hochpushen musst.